Rund um den Airport. Interessante Geschichten vom Flughafen Frankfurt und aus der Region. Wir berichten aktuell, kompetent und informativ. In jeder Ausgabe zeigen wir spannende Reportagen, exklusive Bilder und ansprechende Porträts. Denn wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Rund um den Airport am Mittwoch um 21 Uhr. Pascal Behrenbruch will WM-Medaille. Er war eine der großen Überraschungen bei der zurückliegenden Leichtathletik-Europameisterschaft in Göteborg. Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch von der LG Eintracht Frankfurt. Zu einer Medaille reichte es zwar nicht, aber Platz 5 war auch schon mehr, als ihm viele Experten zugetraut hatten. Das war seine internationale Eintrittskarte, sagt Bundestrainer Klaus Marek und sieht in ihm einen Mann der Zukunft. Grund genug für uns, den 21-Jährigen heute mal etwas näher kennenzulernen. Er ist gleich zu Gast in dieser Sendung. Zunächst aber beginnen wir, wie eben schon angekündigt, mit Leichtathletik und dazu jetzt bei mir im Studio Pascal Behrenbruch. Schönen guten Abend. Hallo. Und erstmal herzlich willkommen auch zurück aus Göteborg. Man hätte ja meinen können, dass Sie rundum glücklich gewesen sind nach dieser Leistung bei der Europameisterschaft. Aber dem war nicht ganz so. Ihr Traum war ja schon eine Medaille gewesen. Wie lange hat der Ärger noch angehalten? Ja, nach dem 15-Meter-Rennen war eigentlich eine Minute der Ärger und dann habe ich auf der Anzeigetafel den 5. Platz gesehen und war dann doch total froh. Also war der Frust dann schnell verdaut und man hat sich doch über das Erreichte gefreut. Und ist das auch jetzt Ihre persönliche Bestleistung, was Sie sportlich in Ihrer Karriere hingelegt haben? Ja, ist meine persönliche Bestleistung. Ist halt ein bisschen komisch. Ich habe 6 Bestleistungen im Wettkampf gehabt, im Zehnkampf. Und dann aber nur 10 Punkte über der Gesamtbestleistung und das kann ja eigentlich nicht sein, aber da ich halt dann zu viel verschenkt habe beim 15-Meter-Lauf, bin ich 22 Sekunden langsamer gelaufen, das sind knapp 200 Punkte, die ich da dann verschenkt habe, also ja. Also der 1500-Meter-Lauf war in dem Fall das Problem. Trotzdem war es ja insgesamt, und das sagen ja auch die Experten, eine wirklich gute Leistung von Ihnen. Merken Sie schon nach diesen Europameisterschaften, dass Sie in der Leichtathletikwelt plötzlich mit ganz anderen Augen wahrgenommen werden? Ja, doch. Man merkt schon, dass man jetzt wichtiger ist und dass viele Leute jetzt einem gratulieren. Man kriegt Fanpost von kleinen Mädchen und ja. Aber das ist doch eine schöne Seite, ja. Solange es noch einigermaßen überschaubar ist. Genau. Nun haben Sie ja von Ihrer Nominierung erst relativ kurzfristig erfahren. Ich glaube, 4, 5 Wochen waren es vor dem Wettkampf. Eigentlich sollte André Niklaus, der Berliner, starten in Göteborg, musste dann aber kurzfristig verletzt absagen. Ist es innerhalb dieser kurzen Zeitspanne überhaupt möglich, topfit für einen Wettkampf zu sein? Das war so, in Rating habe ich die 8.199 Punkte gemacht, bin ins Ziel gekommen, war für mich eigentlich sicher, dass ich dabei bin. Dann wurde mir aber gesagt, dass ich doch nicht dabei bin, dann habe ich erstmal ziemlich weinen müssen. Und ja, und dann habe ich mich aber dann doch darauf eingestellt, dass ich beim USA-Länderkampf dabei bin. Mhm. Deutschland, ein Länderkampf zwischen Deutschland und den USA? Das gibt es, glaube ich, seit 10 Jahren und dann ist er ein Jahr in Deutschland, das andere Jahr dann in den USA. Und da habe ich mich darauf gefreut, dieses Jahr dann nach Kansas Manhattan zu fliegen, mich darauf eingestellt. Ja, und dann habe ich auf einmal das gehört, dass ich dann dabei bin bei der Europameisterschaft. Und da habe ich mich natürlich noch viel besser vorbereitet, war wieder motivierter im Training und dann lief alles super. Und Sie haben auf jeden Fall diese Nominierung mit Leistung zurückgezahlt. Wir wollen gleich noch ein bisschen ins Detail gehen und natürlich auch Sie ein wenig näher kennenlernen. Das alles nach einer kurzen Pause, liebe Zuschauer. Zurück bei Rhein-Main-Sport, heute mit Leichtathletik-Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch von der LG Eintracht Frankfurt, der sich ins Gespräch gebracht hat mit einem starken 5. Platz bei den Europameisterschaften in Göteborg. Haben Sie sich denn einen persönlichen Zeitplan gestellt, wann Sie zur absoluten Weltspitze gehören möchten? Ja, jetzt nach der Europameisterschaft, 5. Platz, ist unser Ziel, jetzt nächstes Jahr zur Weltspitze zu gehören, ja.
Nun haben Sie es ja eben schon gesagt, das war jetzt in Göteborg Ihre persönliche Bestleistung. Ich nenne nochmal die Punktzahl, 8209 Punkte. Ja. Das war nochmal 10 mehr gegenüber Ihrer Leistung bei den deutschen Meisterschaften in Ratingen. Wie viel fehlt da denn jetzt noch zur absoluten Weltspitze? Kann man das in Minuten oder in Metern ausdrücken? Also die deutschen Meisterschaften, die sind erst in 2 Wochen. Das ist ein Rating, das war so ein Meeting und da kann man sich halt qualifizieren für die Europameisterschaften. Mhm. Und jetzt zur Weltspitze, eigentlich fehlen da nur noch 200 Punkte und dann kann man schon bei der Olympiade unter den ersten drei sein. Silber gewinnen oder Dritter werden und 200 Punkte. Ich springe jetzt 6,90 Meter weit, das ist jetzt nicht gerade so weit. Roman Schäbele ist 7,70 Meter gesprungen. Und in fast allen anderen Disziplinen waren wir gleich. Ich war 100 Meter schneller, 400 schneller, Kugel habe ich weiter gestoßen, Speer waren wir gleich, Diskus gleich und, und. Aber da hat er mir halt die Punkte genommen. Und die Differenz von 80 Zentimeter im Weitsprung, das sind fast 200 Punkte oder sind sogar 200 Punkte. Mhm. Und wenn ich mich da ein bisschen verbessere, im Stabhochsprung, dann kann ich schon 8500 Punkte machen. Obwohl man dazu sagen muss, 80 Zentimeter sind im Leichtathletiksport auch durchaus mal eine ganze Menge. Ja. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter reden. In jedem Fall werden Sie momentan mit Lob überschüttet. Beispielsweise sagt auch Christian Schenk, Olympiasieger von Seoul, in dem Jungen steckt ein großer. Knapp 18 bis 20 Stunden trainiert er in der Woche, um sich irgendwann vielleicht mal doch den Medaillentraum zu erfüllen. Und die restliche Zeit verbringt er ab sofort an seinem neuen Arbeitsplatz. Und dort hat ihn Carsten Brek heute Morgen besucht. So kennen wir Pascal Behrenbruch als einen der besten Zehnkämpfer Europas, immer heiß auf die nächste Höchstleistung. So müssen wir uns erst noch an ihn gewöhnen, Pascal Behrenbruch an seinem ersten Arbeitstag als IT-Kaufmann bei Fraport. Bei den Frankfurter Flughafenbetreibern ist der 21-Jährige einer von 5 Leistungssportlern, die auch ein wenig als Aushängeschild dienen. Und beim neuen Chef kommt Pascal Behrenbruch mit seiner offenen, aber auch vernünftigen Art gleich gut an. Er hat eine tolle Ausstrahlung, er hat auch schon erzählt, das fand ich ganz witzig, schon Fanpost von jungen Damen, und die er jetzt auch beantworten darf. Aber er hat auch den sogenannten Plan B, wenn es nicht klappen sollte im sportlichen Bereich, dass er dann auch aufgrund seiner seriösen Berufsausbildung auch dann einen beruflichen Weg einschlagen möchte. Und das wird Pascal Behrenbruch nicht nur im IT-Bereich. Auf zum ersten Arbeitstag und gleich mal eine Einweisung in die weiten Flure des Fraport-Gebäudes. Herzlich willkommen am ersten Arbeitsplatz. Zwischen Aktenstapeln und seinem Computer wird der Youngster von Eintracht Frankfurt das Internetportal für die Mitarbeiter aktualisieren. Aber es warten noch weitere Aufgaben. Im Fitnessstudio des Flughafens wird Pascal Behrenbruch die Gäste einweisen und kann sich auch selbst fit halten. Die Leiterin des Studios freut sich auch schon auf den neuen Kollegen. Ich glaube, er ist ein ganz offener, warmherziger Mensch, der auch weiß, was er will. Und auch so jung er ja noch ist, mit so viel Einsatz und Ehrgeiz trainiert, um sein Ziel zu kommen, finde ich ganz toll. Außerdem wird Pascal im medizinischen Zentrum der Fraport Vorträge über Sportmedizin halten und sich auch um den Kindergarten kümmern. Beruflich wie sportlich setzt der Zehnkämpfer gerade zum Höhenflug an. Und als nächstes will Pascal Behrenbruch bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ganz große Sprünge machen. Ja, sieht in jedem Fall nach einem sehr abwechslungsreichen Tätigungsfeld aus. Warum haben Sie sich letztendlich für diesen Job entschieden? Ja, weil die mir super entgegenkommen. Ich 50% nur arbeiten muss, also 19 Stunden in der Woche und somit dann viel mehr trainieren kann. In meiner Ausbildung habe ich 38 Stunden gearbeitet und habe jetzt damit die 8200 Punkte gemacht. Und jetzt mal sehen, wie es jetzt wird. Das heißt, die Priorität gilt jetzt schon erstmal dem Zehnkampf, dem Sport, der Leichtathletik? Ja, auf jeden Fall, ja. Nun werden die Zehnkämpfer ja auch die Könige der Leichtathleten genannt, weil sie eben so vielseitig sein müssen. 10 verschiedene Disziplinen, ich kann sie ja mal aufzählen. 4 Läufe über 100 Meter, 400 Meter, 1500 Meter und die 110 Meter Hürden. Dazu 3 Sprungwettbewerbe, Hochsprung, Weitsprung, Stabhochsprung und 3 Wurfdisziplinen. Kugelstoßen, Diskuswerfen, Speerwurf. Wo sehen Sie denn Ihre eigenen Stärken und Schwächen? Ja, meine Schwächen sind Stabhochsprung und Weitsprung.
Und das andere sind alles eigentlich meine Stärken. Oder halt, ich bin Mittel da drin halt. Mhm. Aber so Sperrwurf ist zum Beispiel eine große Stärke von mir. Kugelstoßen ist eine Stärke. Hürden, ja. Und Sperrwurf, da waren Sie ja sogar mal in der B-Jugend deutscher Meister. Trotzdem sind Sie immer dem Mehrkampf treu geblieben. Über Dreikampf, Vierkampf, Achtkampf zum Zehnkampf gekommen. Warum es nie mal mit einer Einzeldisziplin versucht? Ja, weil wie gesagt, als Zehnkämpfer ist man eine Familie und man feuert sich gegenseitig an. Ich habe jetzt mit Thomas Dvorak ziemlich viel zu tun gehabt. Man gönnt es dem Gegner sogar. Und Erfolg gönnt man ihn. Und ja, und bei Einzeldisziplinen, da wirft man oder läuft und ist dann fertig nach einem Tag oder nach 5 Minuten. Und im Zehnkampf ist man halt 2 Tage auf dem Platz. Man sieht die Zuschauer immer und man weiß, nach einer verpatzten Disziplin kann man immer noch ein super Ergebnis bringen. Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, es gibt ein paar Stärken und ein paar Schwächen? Arbeitet man eher an den Stärken als Zehnkämpfer oder an den Schwächen? Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir haben jetzt an den Schwächen gearbeitet, haben aber dann gemerkt, dass auf einmal die Stärken dann nicht mehr so gut waren. Das war der Wurfbereich jetzt. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt vor Göteborg dann extra nochmal die Stärken trainiert. Und dann hat es doch wieder geklappt. Aber eigentlich soll man die Stärken immer beibehalten und versuchen, mit wenig Aufwand die Schwächen rauszubekommen. Mhm. Nur das Problem ist dann, wenn man die Stärken zu sehr vernachlässigt, dann kommt dann das raus, dass die Ergebnisse da dann auch nachlassen. Die Zeiten waren für Sie persönlich ja auch nicht immer so gut wie momentan. Sie haben mal in einem Interview gesagt, das ich im Vorfeld gelesen habe, vor 2 Jahren waren Sie am Tiefpunkt. Was war da genau los und was hat Sie vor allem gedanklich in dieser Zeit beschäftigt? Ja, ich war ja vom Erfolg eigentlich verwöhnt. Ich war B-Jugend deutscher Meister, hatte einen deutschen Rekord, habe im Sperrwurf gewonnen. Und dann dachte ich, es geht alles ohne Training. Und halt nicht so ganz ohne Training, aber ja, dann wurde halt das Leben schwerer, weil ich die Ausbildung angefangen habe, einen großen Autounfall hatte, so mit 9 Monate keinen Führerschein hatte und ich dann auch noch das pfeifische Drüsenfieber hatte. Und das war so anstrengend dann, dass ich mich da ein bisschen hängen gelassen habe im Jahr 2004 und in Deutschland dann nur noch Fünfter war. Und dann habe ich einen neuen Trainer bekommen, den Jürgen Sammert, der fährt jeden Tag von Siegen nach Frankfurt, um mit mir hier zu trainieren, und der hat mich dann so super aufgebaut. War er auch derjenige, der sozusagen Ihnen wieder die Lust am Sport zurückgegeben hat, oder wie haben Sie sich selbst geholt? Ja, durch Erfolge halt. Da kamen Erfolge und da kam natürlich wieder Spaß dazu. Und jetzt zum Beispiel habe ich mich um 6 Zehntel verbessert im 100 Meter. Und das ist natürlich richtig geil. Habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, dass Sie mal aus dem Trainingslager der U18-Nationalmannschaft geflogen sind. Was ist denn da los gewesen? Ja, das war eigentlich nur, was war das? Es war so ein Hotel in München bei der EM. Und wir hatten so ein Jugendcamp da. Und da war einer, der da gearbeitet hat im Hotel, der ist selbst danach auch rausgeflogen, weil er halt mich, er hat erzählt, dass ich ihn mit so einem Kronkorken beschmissen hätte, ja, so von der Flasche. Und das haben die natürlich dem alle geglaubt und mir nicht. Und obwohl viele aussagen konnten, dass ich das nicht gemacht hatte. Ja, und danach hieß es dann, man muss ein Zeichen setzen und wenn wir jetzt nicht durchgreifen, dann werden alle so. Und also bin ich dann rausgeflogen. Und dann durfte ich aber, um 8 Uhr war die Entscheidung dann, dass ich nach Hause fahren muss. Mhm. Und um 9 Uhr wurde ich dann nochmal gefragt, was genau war. Und dann wurde dann auch nochmal gesagt, oh, das tut uns dann leid, du bist doch nicht schuld, aber wir haben es jetzt vor der ganzen Mannschaft, vor 90 Jugendlichen schon gesagt, dass du nach Hause fährst. Wenn wir das jetzt wieder rückgängig machen, dann stehen wir als unglaubwürdig da. Also Dinge, die Ihren Karriereweg natürlich beeinflusst haben und die auch nicht so ganz einfach waren, aber Sie sind ja wieder sozusagen auf die richtige Spur zurückgekommen. Es gibt jetzt im nächsten Jahr die WM im japanischen Osaka, dann ein Jahr später Olympia Peking. Ja, ist der Traum von der Medaille wirklich schon realistisch im kommenden Jahr? Ja, ich denke mal schon, wenn wir so weiter super trainieren, wenn ich weiterhin unverletzt bleibe, dann könnte es so sein. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall dafür alles Gute. Genießen Sie jetzt noch ein paar Tage erstmal diesen Erfolg von Göteborg, der sicherlich für Sie persönlich einer war. Und nur weiter so, dann werden Sie auch weiter hier bei uns durch dieses Programm begleitet. Dankeschön, danke. Pascal Bärenbruch, und alles Gute für die Zukunft. Ciao. Wir kommen, liebe Zuschauer, zur Fußball-Regionalliga. Man wusste vor Saisonbeginn ja nicht so genau, wohin der Weg des SV Darmstadt 98 führt. So ganz genau weiß man das auch nach 4 Spieltagen immer noch nicht. Bisher gab es 2 Siege.
und 2 Niederlagen. Und am Wochenende das Spiel bei Aufsteiger Reutlingen. Das war wieder so eins der Sorte, ganz kurios. Es sah lange Zeit nicht schlecht aus, aber am Ende, da kam der Super-GAU.